Hallo und herzlich willkommen im Keller. Ich werde immer mal wieder gefragt, wo jetzt eigentlich der Sinn von zum Beispiel solchen Tütchen hier liegt. Ne? Also diese gefriergetrocknete Tracking-Nahrung, die ein Schweinegeld für so eine Tüte kostet. Oder der Sinn von sogar so einem fiesen Produkt, ne? Hier diesen berühmten Notrationen, die man vielleicht auch schon das ein oder andere Mal gesehen hat. Energy 5 ist eine, BPWR ist eine andere, F100 Compri nochmal eine andere. Und dann gibt es noch ein paar Derivate, die ein bisschen anders heißen, aber im Prinzip mehr oder weniger dasselbe wie Energy 5 sind. BPWR ist tatsächlich ein bisschen anders, auch im Geschmack, wird von vielen Leuten lieber gekauft, ist von der Zusammensetzung her vielleicht auch ein bisschen weniger böse Inhaltsstoffe drin, aber ich habe jetzt halt das hier gerade noch rumliegen, werde wahrscheinlich privat auch mal irgendwann auf BPWR umsteigen, aber ich muss das nochmal ausprobieren, wenn ich das Zeug überhaupt mal brauche. Das ist dann doch eher selten, dass ich da wirklich mal was von esse, und ich habe da auch nicht riesige Vorräte von rumliegen, meine aber doch, es hat in gewissen Bereichen eine Daseinsberechtigung, in gewissen Bereichen, in anderen Fällen dann wiederum nicht so. Und was dann eben viele Leute nicht verstehen: Warum soll man sich jetzt zum Beispiel so eine Tüte kaufen, die, sagen wir jetzt einfach mal, grob 7,50 € oder was kostet, wenn man doch auch sowas kaufen kann, ne? Zum Beispiel. So, jetzt gucken wir uns doch mal spaßeshalber einfach mal ein bisschen die Unterschiede eben zwischen dem super teuren und dem, was ungefähr ein Drittel kostet, mal ein bisschen genauer an. Also in diesem Fall kostet es, glaube ich, sogar noch ein bisschen weniger als ein Drittel. Ungefähr, sagen wir mal so ganz grob. Also meinetwegen, lass das jetzt mal 2 Euro kosten. Ist wahrscheinlich irgendwo bei 1,50, 1,70, 1, keine Ahnung was. Und das hier, sagen wir uns einfach mal, kostet 7 Euro. So. Jetzt gucken wir mal, was ist denn hier jetzt drin? Das ist natürlich was anderes, aber von den Zutaten her kann man schon so ein bisschen ganz schlau werden. Wir haben hier einen Rindertopf mit Rindfleisch und Nudeln Försterin. Der besteht zu 50% aus Nudeln, das ist nämlich interessant, 9% Rindfleisch, sonst ein Haufen Maltodextrin, Sahnepulver, Stärke, leider auch ein bisschen Palmfett, 2,5% Champignons, Zwiebeln, Butter, Reinfett, Aroma, Weizen, Tomaten, Salz, Petersilie, Traubenzucker, Milchzucker, Verdickungsmittel, bla 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 bla. Und das geht noch ein bisschen so weiter. Hefeextrakt, Trennmittel, Kieselsäure, Milcheinweiß und so weiter und so weiter. Die Zusatzstoffliste sieht hier auch nicht kürzer aus. Deshalb die wesentlichen Unterschiede. 72% Teigwaren. Und das zieht sich mehr oder weniger, auch wenn das jetzt zwei unterschiedliche Gerichte sind, da müsst ihr mir jetzt einfach glauben, durch diese Gerichte durch. Der Anteil der Nudeln am Gesamtgericht ist in jedem Fall deutlich höher, weil die sind billig. Hier sind die Nudelnanteile vergleichsweise gering, beziehungsweise die Sättigungsbeilagekomponente vergleichsweise gering, und dafür ist dann von dem, was sonst noch drin sein sollte, nämlich Fleisch und Pilze, tatsächlich auch nennenswerte Mengen vorhanden. Wenn man das dann isst, merkt man schon, dass da sowohl Fleisch auch auf Pilze drin sind. Also das sind so Mengen, dass man das zur Kenntnis nimmt. Gefühlt bei diesem Essen hier hast du vielleicht insgesamt 4 oder 5 Bröckchen Schinken in der Packung. Und tatsächlich kann man hier auch nachlesen, also 72% Teigwaren, 2,5% Sahnepulver. Ist ja immerhin, aber ist jetzt nicht besonders viel. Also was hier als Sahnesoße drin ist, besteht und aus allen möglichen, aber nicht unbedingt größtenteils aus Sahne. Und zum Beispiel 1% geräucherter Speck. Ein Massenprozent. Das sind bei 153 Gramm, ja, ziemlich genau 1,5 Gramm. Und hier haben wir ein Fleischanteil von 9%, gehen wir mal davon aus, es wären 10%, das wären dann 16 Gramm. Das ist also circa 10 mal so viel wie in dieser Tüte. Das ist schon mal ein Unterschied. Und ganz ehrlich, wenn ich auf Tour bin, freue ich mich über jedes Bröckelchen Fleisch, das ich in so einer Tüte finden kann, wenn es eine mit einem Fleischgericht ist. Und der Fleischanteil ist bei manchen dieser Hersteller, jetzt bei Track and Eat, vielleicht gar nicht mal so wahnsinnig hoch. Es gibt da noch andere, die haben dann noch größeren Fleischanteil in ihren entsprechenden Tütenmahlzeiten. Die kosten dann aber gut und gerne dann halt mal 8 Euro, 9 Euro oder sogar 10 Euro für eine Tüte. Man muss das schon auch bezahlen, klar. Aber es ist schon mal erstens mal einfach ein geschmacklicher Unterschied.
auch die sowas wie Pilze, sonstige Zutaten, Sahnepulver und so weiter, der Anteil echter Nahrungsmittel hier drin ist im Regelfall höher als bei den doch erheblich günstigeren Konkurrenzprodukten aus dem Supermarkt. Im Regelfall. Ne? Also nagelt mich nicht fest, vielleicht findet ihr irgendwo eine Ausnahme, aber meistens ist es dann doch so. Es ist nicht so, dass nur das hier, diese gefriergetrocknete Supernahrung wäre. Das da ist auch gefriergetrocknet. Also der Prozess ist mehr oder weniger dasselbe. Teilweise gibt es diese Tüten auch noch in vakuumiert. Vielleicht finde ich gerade auf die Schnelle eine. Bingo. Hier haben wir zum Beispiel eine ähnliche Menge an Inhalt wie in den anderen Tüten auf erheblich kleinerem Raum zusammen vakuumiert, wiegt auch gefühlt überhaupt nichts, fühlt sich einfach super leicht und super kompakt an. Tolle Sache, was ist das? Chili con carne ist das hier. Das ist eine schwedische Armee-Militärration, das fressen in Schweden die Soldaten. Hat, wenn man es zubereitet, 540 Kilokalorien, ein bisschen weniger Substanz als diese beiden, von den Nährwerten her ziemlich vergleichbaren Dinger. Deswegen, was viele Leute denken, was zugegebenerweise ich auch früher mal gedacht habe, bevor ich angefangen habe, mir da ein bisschen Gedanken zu machen, ist, dass hier mehr Kalorien drin sind. Dass das so super ultra kalorienreiche Essen sind. Das ist zum großen Teil auch der Fall und je nachdem, was man hier jetzt zum Beispiel kauft aus dem Knorr-Regal, liegen die Knorr-Dinger bei gleichem Gewicht deutlich unter den Kalorien von solchen Trekking-Mahlzeiten. Nimmt man aber zum Beispiel eben bei diesem Knorr-Kram irgendwas auf Käsebasis oder Sahnebasis, dann hat man oft vergleichbare Kalorienwerte. Und hier ist es tatsächlich so, dass tendenziell hier sogar pro 100 Gramm noch ein kleines bisschen mehr Kalorien drin sind als hier. Der Beutel ist ein bisschen schwerer. Wir haben hier 160 Gramm und hier haben wir 153 Gramm Füllmenge, wohlgemerkt. Die 160 Gramm Füllgewicht, ja, hier ist auch Füllgewicht. Der Beutel wiegt noch 10 Gramm extra. Diese Tüte dürfte sogar noch ein Ticken leichter sein. So, und wo liegen jetzt denn bitte schön die Unterschiede? Mal abgesehen davon, dass hier mehr Fleisch drin ist, weniger Füllmaterial, Nudeln, mehr von dem guten Zeug sozusagen. Im Grunde ist das ja für die reine Kalorienzufuhr erstmal wurscht. Wo liegen also die Unterschiede? Weshalb nimmt jeder Depp gefühlt das hier mit auf Tour und nicht das? Ja, und ein wesentlicher Unterschied besteht in dem hier. 6 Minuten Kochzeit. Das ist jetzt sehr gut. Da gibt es auch Sachen aus dem Knorr-Fertiggerichtbereich oder andere Fertiggerichte, ist Wurst. Die haben auch mal 10 oder 12 Minuten, wenn es dumm läuft. Ne? Zum Beispiel Käsespätzle esse ich im Prinzip eigentlich ganz gerne. Die gibt es da auch. Die haben, glaube ich, wirklich 10 Minuten offiziell. Wenn man die Outdoor macht, dann kochen die zum Teil noch mal ein bisschen länger und so weiter. Das hier funktioniert folgendermaßen. Man reißt es auf, dann hat man hier so eine aufgerissene Tüte, dann hat die hier so einen Zusatzverschluss. Man kann sie also danach auch wieder verschließen und dann hat man hier eben seinen entsprechenden Inhalt. Das muss ich jetzt demnächst mal essen. Das ist in diesem Fall ein Müsli. Ich finde ja diese Frühstücksteile, die Müsli und so weiter und so fort, die finde ich wirklich ziemlich sinnlos. Also, ich jetzt für mich, ich bin da günstig, um genau zu sein, kostenlos an ein paar rangekommen, deswegen habe ich die. Aber, und das ist auch in Ordnung, die schmecken auch nicht schlecht, gar nicht schlecht eigentlich. Aber wirklich kaufen würde ich mir zum Beispiel so ein Müsli-Teil nicht. Da ist der Unterschied zum normalen Müsli gewichtstechnisch überhaupt nicht gegeben und nur, dass es in so einer fancy Tüte drin ist, muss ich da nicht das Dreifache für zahlen. Das sehe ich nicht ganz ein. Muss man also wirklich sagen, diese Müsli-Dinger sind ziemlich für den Eimer. Einfach nur, damit ihr das mal gesehen habt. Ne? Also gefriergetrockneter Inhalt, da ist überhaupt kein Wasser drin, dementsprechend wenig wiegt das und es hebt auch vergleichsweise lange. Die Verfallsdaten, die solche Tüten haben, sind jetzt gar nicht so ultimativ toll. Es gibt ja nochmal Spezialtüten, die halten sich dann wirklich richtig, richtig ewig. Die geben dann ein garantiertes Mindesthaltbarkeitsdatum von 10 Jahren oder irgendwie sonst wie an, kosten dann nochmal mehr. Aber jetzt diese Durchschnitts- noch halbwegs bezahlbaren Trekkinggerichte sind auf jeden Fall noch mal deutlich haltbarer vom MHD als zum Beispiel hier so
sowas, sowas in der Richtung. Ne? Also da ist dann schon nochmal ein sichtbarer Unterschied entsprechend gegeben. Also das wäre die eine Sache. Das da ist vielleicht ein bisschen sorgfältiger verpackt und dementsprechend etwas länger haltbar. Das allein rechtfertigt es meiner Meinung nach immer noch nicht den hohen Preis. Und jetzt hatte ich das ja mit der Kochzeit schon angesprochen. 6 Minuten ist jetzt vergleichsweise kurz. Wenn es 10 wären, wäre das nochmal ein anderer Faktor. Diese hier haben überhaupt keine Kochzeit. Man macht sich heißes Wasser. Es muss nicht mal zwingend unbedingt kochen. Es wäre natürlich sinnvoll, dass es das tut. Dann schmeckt das am Endeffekt besser. Gibt sich das hier rein, macht sich das Beutelchen dann wieder zu. Ne? Also hier würde man jetzt heißes Wasser reinkippen, das Beutelchen entsprechend wieder zumachen mit diesem Zumachdingens. Dann bleibt das auch zu so und jetzt stellt man sich das im Idealfall zum Beispiel in den Schlafsack, damit es gut isoliert ist und schön warm bleibt, die Tüte, und dann wartet man 10 Minuten, danach hat man ein durchgegartes Mahl, das tatsächlich geschmacklich oft, und das ist auch nochmal ein Unterschied, oft und für die meisten Gaumen noch ein bisschen leckerer ist als hier die günstigere Variante. Unter anderem eben, weil halt tatsächlich wirklich eine gewisse Menge Fleisch drin ist und echte Zutaten, auf jeden Fall mehr echte Zutaten verwendet werden als bei sowas. Zweiter Hauptbestandteil ist nämlich Schmelzkäse, Käse und Molkereierzeugnis. Ja, das und Reismehl. Reismehl, jede Menge Reismehl, Palmöl, Maltodextrin, also Zucker. Ja, und dann kommt erst richtige Sahne. Das ist halt schon. Und hier haben wir immerhin die Hauptbestandteile. Ich möchte es nochmal erwähnen. Das ist das Müsli. Wir sprechen ja vom Jägertopf. 50% Nudeln. Und als zweiter Bestandteil kommt dann schon Rindfleisch. Da kommt nicht noch irgendein Stopfmaterial, sondern direkt Rindfleisch. Das ist generell einfach so ein Trend, den man bei all solchen Gerichten beobachten kann. Ne? Nicht nur bei meinem Beispiel, sondern das ist tatsächlich eben häufiger so. So, und jetzt ist halt eben der Clou. Man macht die auf, gibt heißes Wasser rein, lässt ziehen und es ist fertig. Das heißt, man spart Brennstoff. Man spart Brennstoff. Und Brennstoff muss man für viele Outdoor-Touren, gerade wenn man im Hochgebirge oder in extremeren Gegenden unterwegs ist, sehr wohl mittragen. Viele Leute sind einfach grundsätzlich der Meinung, ja, kann ja Feuer machen. Ja, in vielen Regionen ja, in manchen Regionen aber halt eben auch nicht. Insbesondere zum Beispiel in den Gegenden, wo ich mich dann ganz gerne mal für größere Touren aufhalte, nämlich in den Wildnisgebieten Skandinaviens, also schön oben in den Bergen und so weiter und so fort. Da geht halt Feuer machen, im Regelfall wegen der Abwesenheit von Bäumen nicht. Ob man so eine Landschaft mag oder nicht, das muss man für sich selber wissen. Ich persönlich finde das sehr schön da und bin da gerne. Und deswegen ist die Option Feuer machen nicht gegeben. Das heißt, was man braucht, um sich dann doch Hitze zu erzeugen, um ein heißes Mahl abends zu genießen, was für mich einfach für die Psyche auch unbedingt notwendig ist. Nein, das braucht man nicht zwingend. Nicht zwingend, aber ich persönlich finde es irgendwann, kann man es wirklich übertreiben, ja? Also im Sinne von Minimalismus. Eine heiße Mahlzeit abends brauche ich, und deswegen habe ich gerne sowas zum Beispiel eben entsprechend dabei. Und jetzt ist halt einfach der Faktor Brennstoff sparen über die gesamte Dauer der Tour schon relativ entscheidend. Und 10 Minuten kochen lassen, das ist schon relativ lang. Zum Beispiel, also jetzt hier wären es jetzt nur 6 Minuten, da könnte man auch erst darüber nachdenken. Ne? Wenn die Tour kurz genug ist und man sich zutraut, entsprechend viel Brennstoff mit sich rumzuschleppen, dann geht das noch. Wenn die Tour dann aber irgendwann länger wird, ist man um jedes Gramm Brennstoff, das man sparen kann, froh. Und dann machen dann solche Tüten, die man wirklich nur noch quellen lassen muss, doch erheblich mehr Sinn. Es ist eine Gratwanderung, so ein bisschen. Ne? Diese Teile, die sind vielleicht ein bisschen besser, letztendlich im Gesamtkontext gesehen, für das, was sie mehr kosten als diese Teile. Geschmacklich lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Gehen wir mal davon aus, uns schmeckt beides und uns ist egal, dass hier noch mehr Zusatzstoffe drin sind. Zumal es solche Trekkingfertiggerichte auch tatsächlich komplett zusatzfrei gibt. Natural Adventure Food oder ich weiß es nicht, oder Farmers Outdoor, keine Ahnung. Es gibt jedenfalls auch irgendeinen Hersteller, der stellt die vollständig frei von Zusatzstoffen, leider auch für meinen Geschmack viel zu sehr frei von Salz. Herr, ist zwar gesund, ja, aber schmeckt halt einfach total fade und meiner Meinung nach überhaupt nicht. Aber gut, das gibt es. Also wer jetzt sagt, er findet diese ganzen Zusatzstoffe ganz, 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 ganz furchtbar, dem sei halt eben der Hinweis gegeben, dass es da noch Alternativen gibt, die preislich ungefähr,
auf dem gleichen Niveau wie zum Beispiel Track and Eat liegen. Ungefähr, vielleicht einen Ticken höher, aber das macht die Sau jedenfalls nicht mehr wett, wenn man sich sowieso schon für sowas entscheidet. Ja, das mag dann vielleicht noch eine Rolle spielen. Aber neuerdings haben so ein paar Schlaufüchse rausgefunden, und ich muss zugeben, das habe ich mir auch abgeguckt, dass es inzwischen noch andere Alternativen gibt. Und für denjenigen, der nicht eine allzu große extreme Tour vorhat und es abends nicht unbedingt eilig hat, sein Essen zu kriegen, um dann sofort in den Schlafsack zu steigen, um dann sofort zu fennen und an der Essenszubereitung per se sowieso gar kein Interesse hat, so geht es mir zum Beispiel jetzt auf größeren Touren in Skandinavien oder Ähnlichem, da will ich nicht noch groß gekirch machen. Wer das hingegen anders sieht und die Köcherei auch bei einer Trekkingtour ihm wichtig ist, das gibt es ja so Leute, da gibt es schon noch ein paar Alternativen. Und davon abgesehen gibt es preislich auch sehr wohl ein paar Nahrungsmittel, die ähnlich genial und einfach mitzuschleppen sind und ähnlich genial und einfach in der Zubereitung sind, wie diese tollen Tütenfutter, die so gut wie nichts kosten. Und eins davon wäre Kartoffelpü. Tada! Zum Beispiel das hier, wobei das ein schlechtes Beispiel ist. Es gibt das auch noch komplett mit Milch. Das hier ist das normale ohne Milch. Man müsste jetzt hier, man kann das trotzdem auch nur mit Wasser machen, dann schmeckt es halt nicht so gut. Es gibt aber auch noch welche, die sind halt halb Kartoffelpulver, halb Milchpulver oder zumindest ein Viertel Milchpulver. Keine Ahnung, wie viel Milchpulver da insgesamt drin ist. Aber jedenfalls gibt das auch nochmal ein etwas geschmacklich besseres Kartoffelpü als hier das hier, was mehr oder weniger wirklich bloß aus Kartoffelflocken besteht. Mashed Potatoes heißt es in Englisch. Und man nehme 500 Milliliter kochendes Wasser, ein bisschen Salz, kippe da dieses Zeug rein, nehme das Ganze von der Kochstelle, rühre ein wenig um und fertig ist der Kartoffelbrei. Ende aus. So, was isst man dann dazu? Auch was Gewichtsoptimales. Zum Beispiel hier so eine Knorr-Tütensoße. Beispielsweise meinetwegen hier eine Tomatensoße. Die kommt dann in so einem kleinen Würfelchen. Der wiegt zwar auch noch zugegebenerweise jetzt sogar ein paar Gramm. Steht das da drauf, wie viel? Steht doch bestimmt hier mal 114 Gramm, also insgesamt drei von diesen Würfeln. Also wenn man da ein paar von dabei hat, das ist dann schon nicht mehr nichts, aber schon sehr erträglich. Zumal zum Beutel Kartoffelbrei, die großen hier, die sind ein bisschen schwerer, aber sonst gibt es die mit 125 Gramm, die zum Beispiel fertig mit Milch, die gibt es mit 125 Gramm. Und von so einem Beutel, einem 125 Gramm Beutel, da wird eine Person normalerweise eigentlich ganz gut satt. Wenn du in der Wildnis unterwegs bist und viel Hunger hast, brauchst du vielleicht anderthalb Beutel oder halt eben so einen entsprechenden Beutel, in dem eine Portion, 200 Gramm Kartoffeln, ein Beutel sind hier nämlich, also so circa 133 Gramm pro Beutel, so in etwa. Ne? Aber davon wird man dann schon eigentlich ganz gut satt. Insbesondere, wenn man es dann noch mit Milch zubereitet, weil die hat ja auch wieder Kalorien im Gegensatz zu Wasser. Ist wurscht. Dazu halt, wie gesagt, noch irgend so ein Sößchen. Beides zusammenmanschen schmeckt wirklich kulinarisch nochmal deutlich unter so einer Tüte oder so einer Tüte oder halt irgendeiner beliebigen anderen Tüte, die ein richtiges Gericht darstellt, ist aber halt vom Brennstoffverbrauch her unschlagbar. Das Zeug quillt auch in noch vergleichsweise kaltem Wasser. Also selbst wenn man sich eine Wasserflasche an den Körper legt und die quasi beim Wandern durch die Gegend schleppt mit 4 Grad kaltem Quellwasser aus irgendwelchen Bergregionen, wird es eine Weile dauern, bis der Kartoffelbrei richtig gestockt ist. Aber wenn die zum Beispiel allein schon Körpertemperatur hat, das langt dann schon fast. So, und jetzt gibt es nämlich noch so einen interessanten Mechanismus. Es gibt zum Beispiel solche Töpfe hier. Ich persönlich habe den zwar so gut wie noch nie benutzt, aber das ginge schon. Das könnte man schon machen. Und in so einem Topf, das ist ein Thermotopf, das funktioniert genauso gut mit einer Thermoskanne. Das ist scheißegal, ob man eine Thermoskanne oder einen Thermostopf nimmt. Wenn man jetzt hier zum Beispiel kaltes Wasser und seinen Kartoffelbrei reinmacht, noch besser wäre natürlich heißes Wasser und dann braucht man nämlich nicht mal mehr einen Kartoffelbrei, sondern dann könnte man da auch Tortellini zum Beispiel reinschmeißen. In kochendes Wasser in so ein Isoliergefäß, dann sind die auch irgendwann durch. Das mag dann nicht 10 Minuten dauern und dann nicht 13 bis 15 Minuten, wie es hier zum Beispiel draufsteht, Kochzeit 13 bis 15 Minuten, was ein erheblicher Nachteil gegenüber von hier sowas ist. Aber dann sind die auch irgendwann durch. Man muss halt nur für seine gesamte Tour halt damit leben, dass man ein solches Isoliergefäß dabei hat.
Und man muss halt irgendwann unterwegs während der Tour sich heißes Wasser herstellen, um die dann halt meinetwegen da 4 Stunden oder 5 oder 6 oder je nachdem wie lange man noch weiterläuft, dann drin halt dann eben entsprechend quellen zu lassen. Aber ja, die sind dann auch irgendwann durch. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob dieses Gefäß für diese Menge Tortellini nicht vielleicht doch ein bisschen klein ist, da da ja noch ungefähr die gleiche Menge Wasser mindestens wie Tortellini entsprechend rein muss. Also es ist zu klein. Ja? Es geht nur ums Prinzip. Man könnte sich da eine Handvoll Reis reinschmeißen und heißes Wasser dazu und das Ganze dann wieder mit so einer, wo habe ich die Tomatensoße? Naja, ihr habt sie ja eben gesehen. Kann man das dann eben entsprechend wieder würzen. Ne? Also es gibt sehr wohl Alternativen, die fast so gut sind, wie eben entsprechend diese Teile. Diese Teile sind halt einfach komfortabel. Man hat vergleichsweise wenig Müll, man kann den Müll gut verpacken. Man hat vergleichsweise ein richtig leckeres Essen. Es ist super idiotensicher in der Anwendung. Es macht auch dann keinen großen Aufwand, sowas zu kochen, wenn man völlig fertig und am Ende im Lager ankommt und es dann noch regnet und man dann doch vielleicht mal im Innenzelt kocht, was man normalerweise eigentlich vermeiden sollte, dass man das tut. Je nach Zelt kann man es schon, zum Beispiel in meinem Abisko 2 geht das relativ gut. Das funktioniert schon, da kann man schon wirklich drin kochen, insbesondere wenn man nur alleine drin hockt. Dann ist es ein ziemlicher Palast und dann geht das wirklich. Aber vorsichtig, 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 wenn man im Innenzelt kochen möchte. Das muss dann schon wirklich ein Zelt sein, das dafür einigermaßen groß genug ist. Also ein Ein-Personen-Zelt, ich würde es sein lassen. Ein Zwei-Personen-Zelt, da kann man dann mal drüber nachdenken. Egal, ich wollte nur darauf hinaus, es gibt schon wirklich, wirklich, wirklich Alternativen. Wenn jetzt also jemand rumnörgelt, das ist voll scheiße, das braucht kein Mensch, diese Tüten fressen. Ne? Je extremer die Tour, desto nützlicher werden die. Und das kleine bisschen zusätzlicher Komfort und zusätzliche Einfachkeit des Kochvorgangs, das ist einem dann irgendwann erfahrungsgemäß schon was wert. Und das ist nicht nur meine Meinung, sondern das geht halt auch vielen anderen erfahrenen Treckern dann entsprechend so, dass man solche Tüten essen dann schon mal irgendwie mal zwischendurch ganz gut findet. Aber es ist auch schon so, dass wenn man nicht irgendwelche Arktis-Durchquerungen oder ähnliches macht, man sowas nicht braucht. So, jetzt stellt sich die Frage, wofür ist jetzt sowas? Weil großartig kochen hat sich ja hiermit jetzt erledigt. Gut, man kann das auch in heißem Wasser zu einem heißen Brei verarbeiten. Gut, das geht. Der schmeckt vielleicht auch besser als der kalte Brei, würde ich fast so unterschreiben wollen. Ist aber nicht notwendig, ist vielleicht auch nicht unbedingt Sinn der Veranstaltung. Wäre interessant, wenn man jetzt wirklich mal plant, eine expeditionsartige, krasse Extrem-Trekking-Tour, wo man noch nicht mal Zeit hat oder weil man irgendwie irgendwelche militärischen Pläne schmiedet, keine Gelegenheit hat, ein Feuer zu machen wegen Sichtbarkeit, dann wird das langsam interessant. Weil man kann das bei jeder Temperatur, bei jedem Wetter, in jeder Situation am Baum hängen, kopfüber notfalls essen. Man kann das im Ansitz als Jäger noch essen. Man kann das unterwegs essen, während man läuft. Man kann das aber auch gemütlich im Lager zu einem Brei verarbeiten und dann so essen und so weiter und so weiter. Außerdem kann das jeder in so ziemlich jeder Situation essen. Dadurch, dass es dann zum Beispiel ein Brei ist, ist es extrem leicht zu verdauen. Wenn du also irgendwelche Verdauungsbeschwerden hast und kannst nicht alles essen und hättest zum Beispiel mit Chili con Carne deine ernsten Schwierigkeiten, dann kriegst du so einen Brei definitiv theoretisch noch runter, wenn du nicht irgendwie psychisch dich darauf polst, dass du das total widerlich findest. Es ist ein Getreidebrei. Es ist nicht mehr, aber es ist auch nicht weniger. Ja, da ist dann noch ein bisschen anderes Zeug drin und so weiter und super großartig lecker ist das bestimmt nicht. Und es sind bestimmt keine kulinarischen Hochgenüsse, aber man kann da wirklich von leben. Insbesondere beim Energy Five sind außerdem noch Vitamine und Mineralstoffe zugesetzt, weshalb ist das vielleicht auch über eine langfristige Ernährung, das Zeug dann ganz interessant wird. Ist das jetzt was für den Prepper? Das ist ja auch sowas, was viel diskutiert wird. In der Prepper-Szene habe ich wohl mitbekommen, dass manche Leute sich auch einen halben Schrank von diesem Zeug hier lagern. Das halte ich dann wiederum für Blödsinn. Weil wenn man genug Platz hat, dann kann man sich auch seinen halben Schrank mit entsprechend Nudeln vollhauen und Reis und sonstigen richtigen Nahrungsmittel. Weil wenn man zu Hause sich auf irgendwelche Apokalypsen und Ähnliches vorbereitet, dann hat man ja im Regelfall dann doch wirklich genug Platz, richtige Nahrungsmittel einzulagern. Dann gibt es noch das Argument,
derjenigen, die dieses Zeug dann wiederum toll finden, mit der Haltbarkeit. Weil das hebt quasi ewig. Das tut eine Konservendose auch. Dann hakerst du halt Dosenravioli bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag entsprechend ein, wenn du den Platz hast. So, und das mit dem Platz ist nämlich der springende Punkt. Wann wird denn das als zu Hause deponierbare Krisenvorsorge interessant? Na, wenn man keinen Platz hat. Also eine Tagesration, das hier ist eine Tagesration für einen sich bewegenden Erwachsenen. Ne? Noch nicht mal für einen gemütlich im Sofa rumhockenden, sondern schon für einen sich einigermaßen bewegenden Erwachsenen. Mann, wohlgemerkt. Da wirst du gut satt von und da bleibst du auch über einen langen Zeitraum bei Kräften, wenn du jeden Tag so eine Packung hier futtern würdest. Muss man erstmal schaffen, aber ne? In einer entsprechenden Situation wäre das dann schon vorstellbar, dass man das dann irgendwann mal tut. Über einen längeren Zeitraum gewöhnt man sich dann vielleicht auch irgendwann dran und muss sich dann vielleicht auch zwingen, dieses Zeug dann in sich reinzuschaufeln. Und geschmacklich braucht man da wirklich nicht drüber reden. Natürlich ist eine Portion Spaghetti Bolognese leckerer. Selbstverständlich. Aber man kriegt halt das hier doch auf sehr kleinem Raum, auch in einer kleinen Wohnung, kann man sich einen Notvorrat für Monate an Nahrung eben zulegen, wenn man nur den Bereich unter seinem Küchentisch zum Beispiel zur Verfügung hat, um sowas zu lagern. Möchte man dann den Bereich unter seinem Küchentisch mit Nudeln und Soße und meinetwegen Konservendosen ausfüllen, dann kriegt man da erheblich weniger Futter unter. Das ist also dann vielleicht wirklich ein Faktor. So, und ein zweiter Faktor wäre das halt eben wirklich als Tourenverpflegung. Ich habe es gern als Backup dabei, als Notnahrung. Genau das ist es ja letztendlich auch, wenn ich doch länger auf Tour bin als geplant oder mir irgendwas ausgeht oder mir zum Beispiel mal der Kocher kaputt gehen würde, je nachdem welchen Kocher man dabei hat, ist das zwar nahezu unmöglich, aber was wäre, wenn doch? Und ich habe da gerne noch so diverse Backup-Optionen dabei und eine davon ist halt, dass ich gerne auf einer längeren Tour eine solche Kiste, so ein Päckchen hier entsprechend mitführe. Und da esse ich dann hin und wieder auch mal was draus. Zum Beispiel gerade in Schweden ist es mir auch durchaus passiert, dass ich das gebraucht habe. Ich habe es aufgegessen, weil ich gehofft habe, dass ich irgendwo zwischendrin mal noch ein bisschen Proviant bekomme. Hat nicht funktioniert. Ich hatte aber trotzdem, zumindest mit meiner Notreserve, für alle Tage, die ich hätte auf Tour sein können, und ich habe ja auch alle Tage dann gebraucht, beziehungsweise habe gerne alle Tage auch genommen für die Tour. Ich hätte auch schneller sein können, aber wollte ich gar nicht. Ich wollte ja noch draußen bleiben. Und habe dann tatsächlich am Ende, weil ich nirgendwo Proviant nachkriegen konnte, unter anderem wirklich auch fast meine gesamte Notration aufgebraucht, weil sie mit einkalkuliert war, für wenn man wirklich nichts anderes mehr kriegt. Und da war sie dann schon gut, ne? Und das ist halt wirklich was, was man gut als eiserne Reserve, die man gar nicht anessen möchte, mitnehmen kann. Es ist auch psychologisch meiner Meinung nach ein Faktor, der da eine Rolle spielt, weil man will das nicht unbedingt essen. Hat man zum Beispiel noch ein paar leckere Salami im Rucksack rumfliegen, habe ich auch gerne dabei. Als Belohnungsessen, wenn man zum Beispiel eine besonders schwierige Etappe dabei hat und so. Dann kreisen die mir immer im Kopf rum und ich muss mich, also für mich persönlich ist das ein Problem, immer selbst disziplinieren, nicht meine leckeren Salamis jetzt aufzufuttern, nur weil ich jetzt gerade Hunger habe und mir gerade einfällt, dass ich die ja noch habe und es im Prinzip jetzt eine gute Gelegenheit wäre, denke ich dann, die jetzt aufzuessen. Aber in Wirklichkeit könnte man sie eigentlich noch ein bisschen aufheben. Und das passiert einem halt nicht mit Energy 5. Kommt man nicht auf die Idee, oh, jetzt noch zum Abschied als Nachspeise noch ein Energy 5-Riegel. Das fällt einem nicht ein, selbst wenn man jemand ist, der das Zeug gut essen kann und da keine größeren Schwierigkeiten mit hat, so wie ich. Aber auch Energy 5 ist nicht die kalorientechnisch optimalste Extremtour-Verpflegung. Da gibt es noch mal Besseres. Also es ist saupraktisch, man kann es auch ohne Zähne essen, wenn einem unterwegs die Zähne ausfallen, wenn man zum Beispiel einen Unfall hat und fliegt mit der Fresse auf irgendwas Hartes und hat keine Zähne mehr. Oder es passiert sonst was, du kannst immer noch dieses Zeug im Brei in jedem Fall zu dir nehmen. Ein kranker Verletzter, der total saft- und kraftlos und schwach ist, der kann vielleicht kein Trockenfleisch mehr kauen, was wirklich eine ziemliche Kauarbeit ist, aber er kann immer noch so einen Brei zu sich nehmen. Kinder können so einen Brei zu sich nehmen, Arme können, Alte können so einen Brei zu sich nehmen und wie gesagt, bei irgendwelchen Verdauungsproblemen und entsprechenden Krankheiten kann man immer noch einen Brei aus diesem Zeug vergleichsweise leicht verdauen. Das spielt schon nochmal eine Rolle. So. Aber Kalorien zu Gewichtsverhältnis
Gibt es noch Besseres? Ja, gibt es. Und zwar im Wesentlichen zwei Kategorien von noch krasser besseren Nahrungsmitteln, die man dann auf Tour mitschleppen könnte, weil man kaloriengewichtstechnisch wirklich das optimalste Tourfutter dabei haben möchte. Selbstverständlich muss dann das was sein, was man nicht kochen muss. Im Idealfall ist es sogar noch etwas, das man auch nicht in einem solchen Pot zum Beispiel aufweichen muss. Im Idealfall ist es wirklich irgendwelche Rohmasse, die man sofort futtern kann und das auch bei jedem Wetter und bei jeder Temperatur und unter allen Bedingungen. Auch nachts und ohne sie sehen zu müssen und so weiter und so weiter. Also die ideale Notextrem-Ultranahrung. Und das ist halt eben nicht dieses Zeug, von der Haltbarkeit vielleicht mal abgesehen und der Kompaktheit des Verstauens mal abgesehen, was dann aber auch nicht mehr so der Riesenfaktor ist, wenn man wirklich auf Tour ist. Und wir sprechen jetzt von Tournahrung, nicht vom Prepper-Dasein daheim. Und da gibt es zum einen superfettigen Käse und superfettigen Speck oder eine superfettige Salami. Es gibt da extra so richtig krasse Fettwürste und krassen Fettschinken, also zum Beispiel so einen reinen Block Parmesan. Der hat Kalorien noch und nöcher. Also Kalorien pro Gewicht ist zum Beispiel bei Parmesan nahezu unschlagbar. Oder bei irgendeinem richtig fetten Schinken, der aus ein ganz kleines bisschen Muskelfleisch und sonst nur Schwarte besteht. Ich habe mal gesehen, dass Reinhold Messner und Arvid Fuchs, die waren ja mal zu Fuß zum Südpol unterwegs. Die ersten, die über irgendeine krasse Route, eine richtig krasse Route irgendwie zu Fuß den Südpol erreicht haben. Zu zweit und aus eigener Kraft, ohne irgendwie Hundeschlitten, Motorschlitten oder sonst was. Und die hatten unter anderem zu essen genau diese beiden Sachen. So richtig fetter Käse und so richtig fetter Schinken oder alternativ, wie gesagt, eine super fette Salami, die mehr oder weniger größtenteils aus Fett und nur so ein ganz bisschen Muskelfleisch für den Geschmack halt eben besteht. Da kommt man dann auf so 100 Kalorien pro 100 Gramm Werte von 700 bis 800, 1000 ist das theoretisch höchstmöglichste, das wäre körpereigenes Fett. Also nur Fett und das muss man nicht mal durch den Verdauungsapparat jagen, sondern es ist schon körpereigenes Fett. Das hat 1000 Kalorien pro 100 Gramm, so in etwa. Das ist so das Optimalste, was man im Prinzip als Nahrungsreserve dabei haben kann. Also körpereigenen Speck anfressen lohnt sich für Touren dann schon. Ist halt nur von der Bereitschaft zu wandern, nachdem man sich 20 Kilo extra Speck angefressen hat, nicht ganz optimal. Aber so rein vom Kalorien- zu Gewichtsverhältnis her wäre das dann noch optimaler. Wenn man aber auf so ungefähr 800 pro 100 Gramm, also 800 Kalorien pro 100 Gramm Nahrung kommt, dann hat man so ziemlich das Optimum erreicht, was möglich ist. Und das haben halt eben, wie gesagt, ne? Einmal dieser ultrafette Käse und einmal diese ultrafette Wurst, sowie der Schinken. Man kommt auf annähernd diese Werte, was ich aber auch nicht über einen längeren Zeitraum essen möchte, wirklich nicht. Dann esse ich lieber was vergleichsweise neutral schmeckendes wie das hier, weil was Neutrales kann ich über längere Zeiten fressen. Mich über Wochen nur von Erdnusspampe zu ernähren, das wird dann wiederum schwierig, weil beispielsweise eine Erdnusspampe mit Honig zusammengemischt, dann noch mit Öl drüber gekippt und so weiter und so fort. Ein Rezept kann man bei einem meiner letzten Videos in den Kommentaren nachlesen. Übrigens herzlichen Dank da nochmal für. Das war durchaus sehr interessant. Ja, das wäre dann auch von den Kalorienwerten her auf 700 sich sehr stark nähern. Vielleicht kriegt man es auch noch auf ein bisschen über 700 gepimpt. Oder gepumpt ist eigentlich, ehrlich gesagt, fast schon ein gutes Wort an dieser Stelle, weil es ist halt schon eine ziemliche Pampe und geschmacklich muss man das dann wirklich mögen wollen. Tun. Generell Nüsse. Ne? Nüsse sind ja auch der pflanzlich energiereichste, das energiereichste, was es gibt im Pflanzenreich. Und die vielen Öle, die wir verwenden, sind ja auch nur ausgepresste Nüsse letztendlich. Sonnenblumenkerne, Sonnenblumenöl, Walnussöl, Distelöl, das sind ja jeweils die Kerne, die da entsprechend ausgepresst werden. Beim Rapsöl ist es ja auch letztendlich nichts anderes und all so ein Zeug. Ne?
das ist schon auch wirklich wahnsinnig energiereich. Man könnte sogar, wenn man dann wirklich sagt, kulinarisch ist mir so egal, was ich zu mir nehme, eine Flasche Öl mitschleppen. Flüssig, ne? Weil Öl in flüssiger Form hat dann auch nochmal, wenn es, insbesondere wenn es sogar wasserfrei ist und wirklich nur aus dem Kohlenhydratmaterial, Fettmaterial besteht, dann kommen wir auch auf sogar noch ein bisschen über 800 Kalorien pro 100 Gramm Gewicht von dem Zeug. Aber irgendwann wird es dann wirklich einfach ungenießbar. Das kriegt man nicht mehr runter und für die Psyche, da muss man schon wirklich ganz, ganz ein krasser Wahnsinniger sein, dass man wirklich sagt, sowas nehme ich jetzt auf die Tour mit und mir ist kulinarisch alles vollkommen egal. Ich will einfach das optimalste Kalorien-zu-Gewicht-Verhältnis haben. Dieses Erdnussgepampe ist bei Hitze zum Teil vielleicht ein bisschen schwierig, weil sich das unter Umständen verflüssigen könnte. Weiß ich nicht, habe ich zu wenig Erfahrung mit. Es kommt darauf an, wie man sich sein Nusszeug zusammenpampt, ne? Wenn man das zum Beispiel mit Erdnussmus zusammenklebt und dazu noch ein bisschen Honig und so weiter, dann wird das jetzt nicht allzu schnell flüssig. Aber ja, das muss man echt mögen, so über längere Zeiträume. Und dann bleibe ich geschmacklich wirklich dann noch lieber bei dem Zeug. Auch wenn vielleicht mal ein so ein Riegel oder ein so ein Brocken von diesem Nussmus erstmal essbar wäre, aber stellt euch mal vor, ihr müsst die ganze Zeit, über 2 Wochen vielleicht, nur und ausschließlich dieses Zeug mampfen. Man kann mit dem Kram dann halt auch nicht variieren. Hier zum Beispiel in diesem Brei, den man sich da draus macht, da kann man sich so Rosinen reinschmeißen, Apfelstückchen, wenn man drankommt, wie auch immer man da drankommen möchte, aber es geht. Man kann sich sogar ein paar Beeren, die man zum Beispiel in Skandinavien überall finden kann, in der entsprechenden Beerenzeit, kann man sich da reinschmeißen. Dann gibt das irgendwann sogar einen richtig leckeren Brei, wenn man sich dann auch Heidelbeeren noch und nöcher reinwirft und noch ein paar Preiselbeeren hinterher und so weiter und so weiter. Selbst ich, Randale, mag sowas. Also, da gibt es schon noch Möglichkeiten. Man kann sich Zuckerzimt dran machen, man kann sich auch mal ein bisschen herzhaft zubereiten. Das geht auch bis zu einem gewissen Grad und. Es ist schon also ziemlich variabel und das sind die anderen Sachen halt alle nicht. Die Lösung mit dem Speck und der Wurst und so weiter, das ist halt nur eine Option für den Winter, weil wenn es richtig heiß ist, kannst du das auch nicht lange mittragen, weil das verdirbt schlicht und ergreifend. Da ist die Haltbarkeit dann wiederum das Problem. Ja. Es ist also nicht ganz so einfach, das optimale Trekkingfutter zu finden, aber Tatsache ist, wenn wir ganz ehrlich sind, unbedingt brauchen, tut man sowas auch für Extremtouren nicht. Für die ganz extremen Touren ist es dann schon wieder nicht extrem genug. Man kann es dann wahrscheinlich auch noch nehmen, aber dann gäbe es schon wieder extremere Lösungen, die für eine Extremtour vielleicht sogar noch besser geeignet wären. Wie gesagt, die besagte Wurst. Oder man nimmt halt auch ein bisschen was von dieser Wurst mit oder viel von dieser Wurst und gönnt sich dann abends, damit man nicht völlig wahnsinnig wird, zusätzlich nochmal so eine Tüte. Tatsache ist jedenfalls, man kann relativ gut 14 Tage tatsächlich vollkommen nahrungsmittelautark unterwegs sein, wenn man zum Beispiel seine komplette Abendverpflegung über solche Tüten organisiert. Und da spreche ich aus Erfahrung, kann also wirklich aus eigenem Wissen und Gewissen sagen, dass das gut funktioniert und ohne allzu sehr zu leiden. Hätte ich das gleiche mit jeden Tag Erdnussmus fressen gemacht, das wäre mir nicht so gut bekommen. Wie gesagt, wenn man das mag, wenn man das hinkriegt, geistig und vom Magen her, dann kann man das schon so machen. Klar, aber ja. Also, ich finde sie schon gut, die Trekking-Mahlzeiten. Kleinere Touren, selbstverständlich ist dann das natürlich auch mit sowas zum Beispiel möglich. Selbstverständlich. Oder andere Alternativen. Eine Dose würde ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Und klar kann man auch frische Nahrungsmittel mitnehmen. Ne? Man kann, wenn man nur 3 Tage unterwegs ist, tatsächlich auch ein paar Zwiebeln mitschleppen. Man kann auch, wenn man 5 Tage unterwegs ist, immer noch ein paar Zwiebeln mitschleppen. Man kann ein paar Tomaten mitschleppen, wenn man das möchte. Man kann richtige Eier dabei haben in einem entsprechenden Eierkoffer. Beispielsweise hier so ein Teil, ne? Da passen 2 Eier rein, ist doch schon mal super. Also auch rohe Eier, nicht nur gekochte. Gekochte verpacken ist ja noch vergleichsweise einfach. Da gibt es schon Möglichkeiten. Macht man eine kleine Tour, kann man sogar noch ein paar Kartoffeln mitnehmen und sich morgens ein paar Bratkartoffeln machen. Dann ist das alles gewichtstechnisch kein Problem. Solche Sachen hier werden interessant ab einer Woche ungefähr. Bis dahin würde ich es auch daheim lassen und es mir aufsparen für extremere Unterfangen, weil dafür ist es dann doch wirklich einfach zu teuer. So, dann haben wir jetzt, glaube ich, hoffentlich demnächst ein paar weniger ungläubige Kommentare in der Kommentarsektion, die nicht verstehen,
wofür solche Sachen hier eigentlich gut sind. Ne? Und dann noch der Hinweis, natürlich besonders ökologisch ist dieses Futter nicht. Das hier auch nicht. Nichts davon. Ne? Aber ja, irgendeinen Tod muss man sterben. Ich versuche mich zum Beispiel sehr ökologisch zu verhalten, was meine Fortbewegung angeht. So wenig wie möglich Auto fahren, möglichst viel Bus, möglichst viel Bahn. Fliegen tue ich, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, überhaupt nicht, weil da bist du sehr schnell sehr, 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 sehr tödlich. Ein Veganer, der mal nach New York fliegt, der kann noch so Veganer sein, der braucht trotzdem auch zwei Planeten. Also da hilft das Veganertum dann nicht allzu viel weiter. Naja, das sind halt einfach so Sachen, da kann man sich so seine Gedanken machen, da kann man sich ein bisschen überlegen, wo bin ich schlechter Mensch, wo will ich nicht so schlechter Mensch sein, was müsste ich noch tun, um ganz, ganz, ganz toller Mensch zu sein. Letzteres ist unglaublich anstrengend und irgendwann geht einem wirklich der Spaß vielleicht ein bisschen verloren im Leben und dann kann man sich auch fragen, macht das überhaupt Sinn, wenn nicht alle anderen mitmachen? Irgendwer muss anfangen, wird es der eine oder andere sagen. Die anderen werden sagen, nö, wir werden sowieso alle sterben. Und ich fühle mich irgendwo so ein bisschen dazwischen, zwischen diesen beiden Extrempositionen und versuche deshalb eben in dem Bereich, wo ich persönlich ganz gut der Meinung bin, was richtig machen zu können, das da richtig zu machen. Und im anderen Bereich, ja, da werde ich hoffentlich noch besser. So, und das ist so mein persönliches Vorhaben für die Zukunft, was ökologische Ernährung oder nachhaltige Ernährung, nennen wir es lieber besser so, angeht. Und in diesem Sinne, tschüss.